Hallo, liebe Oldtimer-Freunde. Vor einiger Zeit habe ich begonnen, dieses P70-Getriebe hier zu überholen. Ich habe bisher die Arbeiten nicht aufgenommen per Video, aber da ich nun an der Stelle angelangt bin, wo ich das Gehäuse wieder zusammensetzen kann und man doch sehr viele Bestandteile des Getriebes hier gut erkennen und beschreiben kann, dachte ich mir, dass ich euch hier mal einen kleinen Überblick über dieses doch recht spezielle Getriebe der DKWF-Typen, muss man ja sagen, geben kann. Was habe ich gemacht? Ich habe das Getriebe komplett zerlegt, bis auf diese Stangen, an denen die Schaltgabeln geführt werden. Die habe ich also im Gehäuse gelassen. Ich habe aber auch ebenfalls hier das Differential komplett zerlegt gehabt, gereinigt, wieder zusammengebaut. Ich habe neue Kugellager aufgepresst. Die haben wir einmal hier auf beiden Seiten des Differentials und dann hier im Gehäuse der sogenannten Schaltwelle. Da sitzt also hier auch ein Kugellager drin auf der Rückseite. Ist noch mal ein zweites Kugellager, dessen Funktion nicht so ganz klar sich erschließt. Und dort sitzt dann noch der Tachoantrieb. Ja, der Grund, dass ich dieses Getriebe zerlegt habe, war, dass es doch recht viele Geräusche verursacht hatte. Ich hatte das zu Beginn im P70 Coupé verbaut. Und als ich den Motor-Getriebeblock wechseln musste, kam halt jetzt ein anderes Getriebe zum Einsatz. Und ich habe nun dieses Getriebe hier vor, wieder so weit zu überholen, dass ich das zusammen mit einem überholten Motor dann vielleicht nach der nächsten Saison wechseln kann im P70. Ja, wie ist das Getriebe aufgebaut? Was halt so hier auffällt ist, das erschließt sich aber aus der Historie, die ich auch schon da und dort in meinen Videos ja erwähnt habe. Diese sogenannte F-Baureihe von DKW, die mit dem F1, glaube 1931 beginnt und deren letzte Vertreter auf ostdeutscher Seite der P70 waren und auf westdeutscher Seite der F89. Diese F-Baureihe hat vom Konzept her einen Motorradmotor verbaut. Das ist auch der Grund dafür, dass die Getriebewellen parallel zur Kurbelwelle liegen. Der Motor schließt sich jetzt hier im vorderen Bereich an und die Kurbelwelle liegt parallel und der Antrieb des Getriebes erfolgt über eine Primärkette, so wie man das aus dem Motorradbau kennt. Ja, welche Bauteile sehen wir hier? Wir haben hier einmal im Vorderteil die sogenannte Vorgelegewelle. Die Vorgelegewelle läuft in Gleitbuchsen. Die eine davon sitzt hier unten und die andere sitzt hier auf der anderen Gehäusehälfte da drin. Da habe ich jeweils neue Buchsen verbaut. Die alten Buchsen hatten doch schon einiges an Spiel. In der Szene nennt man diese Vorgelegewelle auch Christbaum oder Tannenbaum aufgrund dieser Absätze zwischen den Zahnrädern. Und dahinter ist die sogenannte Schaltwelle. Und an dieser Schaltwelle kann man nun folgende Zahnräder erkennen. Wir haben hier unten dieses eine schräg verzahnte, die anderen sind alle gerad verzahnt. Das ist das Abtriebsrad, welches dann später, wenn hier auf der Seite das Differential eingebaut ist, hier auf dieses große Zahnrad vom Differential greift. Und dann haben wir die beiden Schaltzahnräder. Wir haben hier einmal das Schaltzahnrad für den ersten Gang und den Rückwärtsgang. Wenn man das also hier nach unten schaltet mit den Schaltgabeln, dann haben wir hier die Umkehrung der Drehrichtung und zwar das Zahnrad für den Rückwärtsgang. Wir haben jetzt hier auch die etwas spätere Ausführung des Rückwärtsganges, der hier nadelgelagert ist. Die frühere Variante war ebenfalls gleitgelagert. Und dann haben wir hier oben das Schaltrad führt den zweiten und den dritten Gang, wobei der dritte Gang ja der direkte Gang ist, deswegen hier diese Vertiefungen. Das heißt, wir haben hier die sogenannte
Eingangswelle, die von der Kupplung kommt. Und der dritte Gang wird dann entsprechend so geschaltet, dass diese Vertiefungen dieses Schaltzahnrades dann hier eingreifen und dann ein direkter Kraftschluss mit Umgehung dieser Vorgelegewelle zustande kommt. Also halt der direkte Gang. Ne? Dreiganggetriebe, wie man sieht, keine Synchroneinrichtungen, unsynchronisiertes Getriebe, was die Schaltarbeit natürlich sehr speziell macht. Ja, was gibt es für verschiedene Bauformen? Das P70-Getriebe unterscheidet sich eigentlich nur in ganz wenigen Punkten. Der größte Unterschied ist, dass der Tachometerantrieb andersrum dreht, weil ja der Motor des P70 im Vergleich zu den F-Baureihen andersrum dreht. Der sonstige Aufbau des Getriebes ist eigentlich gleich. Es gibt, was die Verzahnung dieser geradverzahnten Zahnräder anbelangt, auch verschiedene Bauformen. Es gibt eine sogenannte grobe Verzahnung, die überwiegend bei den Vorkriegsfahrzeugen zum Einsatz kam. Und es gibt die etwas feinere Verzahnung, wie wir sie hier jetzt in dieser P70-Ausführung sehen. Wir haben dann hier oben diese beiden Schaltgabeln, in die oben die Mechanik des Schaltgriffes eingerastet wird. Und in diesen Stangen sind Kerben und hier in diesen Schaltgabeln sind federbelastete Kugeln, die dazu führen, dass man die Gänge halt sauber einrasten kann. Und zwischen den Schaltgabeln sitzt nochmal ein Sperrbolzen, der verhindert, wenn eine der Schaltgabeln bewegt wurde, dass die andere dann auch bewegt werden kann. Ja, das ist eigentlich so, sind die Grundlagen dieses Getriebes. Es gibt verschiedene Übersetzungen. Wir haben also hier die längste Übersetzung mit 64 Zähnen hier an diesem Außenkranz des Differentials. Wie sie also bei den späten Modellen, also beim P70 Coupé zum Beispiel, zum Einsatz kam. Meines Wissens ging die Übersetzung hoch bis auf 59 Zähne. Also dann eine sehr kurze Übersetzung, die nach meinem Wissen dann zum Beispiel im Kombiwagen oder Pritschenwagen, der zum Beispiel beim F8 verwendet wurde, um halt mehr Kraft bei weniger Endgeschwindigkeit zu erzeugen. Ja, wir haben jetzt hier diese Getriebeeingangswelle. Und zwar ist es hier die Ausführung für die Trockenkupplung. Die Trockenkupplung ist ja eine der letzten Entwicklungen, die an diesem Getriebe stattgefunden hat. Es gab hierzu getrennte Entwicklungen in Ost- und Westdeutschland. Während der Bauzeit des P70, ich glaube in 57, kam diese Neuentwicklung für dieses Getriebe aus dem Barkaswerk, wo auch die Motoren hergestellt wurden. Und dafür wurde hier diese Eingangswelle umgearbeitet. Die hat also hier eine andere Verzahnung. Auch auf westdeutscher Seite bei der Auto-Union wurde eine Trockenkupplung dann verbaut im F89. Allerdings sind die halt vom Aufbau her unterschiedlich, währenddessen man hier bei Barkas eine Zweischeiben-Trockenkupplung entwickelt hatte, ist im F89 eine Einscheiben-Trockenkupplung verbaut. Klassisch sind diese Motoren und vor allen Dingen diese Getriebe mit Ölbadkupplungen versehen gewesen, die halt bis in die Nachkriegszeit verbaut wurden und erst ganz am Ende, bevor diese Technik hier eigentlich ausgelaufen ist, gab es dann nochmal diesen kleinen Entwicklungssprung mit der Einführung der Trockenkupplung. Ja, als nächstes muss ich dann jetzt hier diesen Lagersitz für das hintere Abgangslager des Differentials, muss ich diesen Lagersitz hier erwärmen, muss das Differential hier einsetzen, sodass das also hier fluchtet mit diesem Abgangszahnrad der Schaltwelle. Und dann wird dieses Gehäuse ebenfalls erwärmt, weil hier haben wir ja zumindest den anderen Lagersitz des Differentials. Wir haben dann hier unten die Gleitbuchse für die Vorgelegewelle, wo die reinrutschen muss. Das Einzige, was auf der Seite nicht gelagert ist, ist die Schaltwelle, weil durch diese große Öffnung kommt ja dann hier diese Getriebeeingangswelle, die ihrerseits mit einem Kugellager hier drin
geführt wird in diesen Bund. Die wird aber nachträglich dann eingesetzt, wenn das Getriebe zusammengebaut ist. Die Verbindung zwischen dieser Getriebeeingangswelle und der Schaltwelle, da ist hier nochmal eine sogenannte Schwimmbuchse, eine Messingbuchse, eine Gleitbuchse vorgesehen, die dazu dient, diese beiden Wellen miteinander zu verbinden. Ja, also sehr viel mehr ist hier zu dem Getriebe nicht zu sagen. Ich werde versuchen, das Getriebe halt komplett auch mit allen Anbauteilen soweit aufzubauen. Ich werde hier auch schon dann die Trockenkupplung entsprechend anbauen. Und sobald das Getriebe fertig ist, geht es dann irgendwann, wenn Zeit bleibt, an den Reservemotor, der bei mir noch liegt. Wenn ich dann Motor und Getriebe miteinander verbunden habe, dann schwebt mir aktuell vor, dass ich hier versuchen möchte, einen Kettenspanner mir zu bauen für die Primärkette zwischen Kurbelwelle und Getriebeeingangswelle. Diese Motoren haben leider die Eigenart, dass diese Primärkette keinen Kettenspanner hat. Und man die Kette spannt, indem man unterschiedlich dicke Dichtungen hier zwischen Getriebe und Motor verwendet. Aber das Ganze ist natürlich nur in geringem Maße möglich zu verwenden, weil ansonsten fluchten dann irgendwann die Schraubenlöcher nicht mehr. Und wenn die Ketten sich dann längen, dann kann es dazu führen, dass es also auch Beschädigungen am Gehäuse gibt. Wie wir das zum Beispiel hier schon sehen. Wir haben also hier jetzt die Außenseite, wo die Kupplung sitzt und das große Zahnrad, was von der Kurbelwelle praktisch angetrieben wird über die Kette. Und wenn die Ketten zu locker sind, dann kann man also hier gut sehen, dann gibt es hier Beschädigung am Gehäuse. Und deswegen die Idee, hier einen Kettenspanner zu verbauen. Ich habe da schon mir was einfallen lassen. Ob das funktioniert, weiß ich noch nicht. Ich weiß, dass es in der Szene verschiedene selbstgefundene Lösungen gibt, dort Kettenspanner zu verbauen. Der Vorteil ist halt, dass die Wartungsintervalle für die Kette sich dadurch verlängern, wenn der Kettenspanner funktioniert und man halt nicht Sorge haben muss, dass die Kette irgendwelche Schäden anrichtet, weil sie zu locker läuft und dann vielleicht ans Gehäuse kommt. Das geht also alles hier relativ eng zu. Die Kette läuft also wirklich sehr, sehr knapp am Gehäuse vorbei. Das Zahnrad, was hier drauf sitzt, ist relativ groß und ist eine bisschen unglückliche Konstruktion. Aber wir reden ja hier auch von einem Konstruktionsstand Ende der 20er Jahre. Dieser Motorradmotor, wie er an den großen DKW-Motorrädern verwendet wurde, ist ja bereits in den 20er Jahren im Einsatz gewesen und kam halt dann mit leichten Änderungen im F1 zum Einsatz und diese technischen Grundprinzipien dieses Motorenkonzeptes sind halt dann bis in die Nachkriegszeit erhalten geblieben. Ja, so viel hier mal zum Getriebe der DKW-F-Typen oder hier in meinem konkreten Fall des P70. Viel mehr ist hierzu nicht zu sagen, aber ich wollte die Gelegenheit einfach nutzen, weil das alles hier gerade so schön offen liegt und auch schon mehr oder weniger wieder zusammengebaut ist. Hier dieses Getriebe mal vorzustellen. Ich denke, wenn ich dann irgendwann weiterarbeite, auch am Motor, wird es dazu dann auch das ein oder andere Filmchen geben. Ja, so viel von heute. Das soll es für heute gewesen sein. Und dann schon mal an alle, die dieses Video noch in diesem Jahr sehen, eine schöne Weihnachtszeit und bis demnächst.